jetzt sind wir in der Türe drin, also hinter der Türe praktisch. Boah, das ist die Türe. Also hier funktioniert alles noch. So, hier haben wir Drücktür. Drücktür auf und zu. Das ist der Kompressor, damit er den Druck reinpressen tut. Hier ist die Barzahl. So, jetzt sind wir unten in der ersten Etage. So, wir folgen jetzt mal dem Marco. Ich habe jetzt meine Lampe mal ein bisschen ausgemacht, damit ich mal ein bisschen Strom spare von den ganzen, ja, das sind so Leucht, wie nennt man das nochmal? Leucht, wie ja, nennt man das nochmal? Leuchtlicht. Leuchtlicht, ne? Ja. So, dann gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir einen Schacht, der komplett auf ist. Aber da schauen wir nachher mal nach. Und jetzt gehen wir mal hier im Heizungsraum, Bindestrich, Klimaanlage. Also hier leuchtet noch ein Lämpchen, da oben, Generatorspannung. Hast du gefunden, die Zentrale? Ja Leute, ich habe gerade mal geguckt hier auf mein Handy und ich habe hier keinen Empfang. Das heißt, hier ist alles tot. Tot, nada, null Empfang. Das war's. Also das heißt, also wenn hier was passieren sollte, sind wir hier gefangen. Und dann war es das. Ja, auf jeden Fall finde ich es richtig klasse hier, wie es im Moment aussieht. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter runter und dann schauen wir mal weiter, wie es da unten weitergeht. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, auch so die beste Location vom Bunker, die ich je so erlebt habe. Einfach nur klasse. Dann haben wir hier noch einen Raum mit unkleinen Kabinen. Und ja, mit verschiedenen Feldbetten haben wir wieder hier. Also einfach nur klasse. Hier ist ein Waschraum, hier können die Leute sich waschen und hier haben wir noch sogar noch alte Seifen liegen von dieser Zeit. So, hier hängt noch ein altes Handtuch. So, dann haben wir hier noch, ich denke mal, das sind Sachen, die man hier kochen kann. Das heißt, hier ist noch ein Kessel. Und Aluminium, sehr leicht, der Kessel hier. So, dann haben wir hier ja, so eine Kochplatte. Und hier sind auch noch Sachen, wo die drin, stehen wir, gespült haben. Und das sind die Heizstäbe hier unten. Das sind die Heizstäbe, denke ich mal. Und da haben die hier gespült mit Warmwasser. Hier ist ein Boiler, ein alter. Ja, und dann ist das hier, wo man Sachen praktisch reingeben tut. So, und dann gibt es hier auch noch einen Raum. Was ist das für ein Raum? Hier ist auch noch ein Raum, aber ist hier auch alles in Silber. Und das sieht für mich aus wie so ein, ja, so ein alter Kühllager sieht das aus für mich. Dass sie hier Sachen gekühlt haben. Hier ist auch alles in Aluminium. Alles in Aluminium hier. Ja, und so sieht es natürlich auch aus. Das wird es auch gewesen sein. PVC-Folie, Hersteller, Bietekörme, Fachbetrieb, Kunststoff. Okay, ja, ich denke mal, das war hier die Küche, wo die hier alles gelagert haben, damit die Kühle hier drin bleiben. Deswegen haben sie auch hier diese Aluminiumplatten drauf getan. Und hier in diesem Raum haben die natürlich auch das ganze Fleisch auch hängen gehabt. Hier hing das ganze Fleisch dran. Und das wurde natürlich auch kühl gelagert. Das ist auch hier das Gerät. Ne? Interessant, ne? Ja. Siehst du, den Raum habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Okay, jetzt werde ich mal runter.
runtergehen. Mal gucken, wie es hier unten drin aussieht. Und ich würde sagen, kommt einfach mit. Also Leute, hier ist der Maschinenraum. Pumpe, ich denke mal wegen Trinkwasser und alles. Das wird hier sein. Und dann geht es natürlich hier unten noch weiter. Es geht ja weiter rauf da hinten. Aber ich denke mal, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter wieder hinauf. Ja, Leute, ich befinde mich gerade hier in so einer genannten Schaltzentrale. Die Schaltzentrale hat natürlich auch dafür gesorgt, für die ganzen Schaltkreise von dem ganzen Bunker, innerhalb und auch außerhalb, Anrufe zu betätigen und so weiter. Ich würde sagen, schaut euch mal gemeinsam an. Dann sieht man die ganzen Schaltkreise. Die hat man damals hier rein rausgeholt und dann hier reingesteckt. Und ja, und dann wurde dann hier gewählt. Ja Leute, hiermit beende ich schon dieses tolle Video von diesem wunderschönen Bunker hier. Wie gesagt, das ist der beste Bunker, den ich so echt live gesehen habe und wo ich auch live drin bin. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der so groß ist und so verwinkelt ist. Also man hat ja wirklich Schaltzentrale, man hat Turnhalle hier drin, man hat so viele Sachen hier, die man so eigentlich gar nicht so zu Besicht bekommt. Ja, wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst und ein Like. Das wäre natürlich super klasse. Ja, wie gesagt, schaltet nächstes Mal nochmal ein. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal weiter und wir schauen einfach mal, was noch so alles gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Sascha Fultetouren. Macht gut, schwingt gut. Ciao.